So, weiter geht's heute mit dem Rückspiel gegen die Tottenham Hotspurs. Das letzte Spiel, was ich jetzt quasi in meiner Aufnahmesession hier mache. Das ist also das sechste Spiel in Folge. Und wir wollen natürlich weiterkommen. Und mal gucken, ob wir es hinkriegen. Los geht's. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Letztes Spiel ist es 3-0 in München. Genau, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt geht's wieder weiter mit dem Rückspiel gegen die Spurs. Und danach geht's gegen Paderborn. Also die gehen jetzt alle hintereinander, alle 3-2-3 Tage. Also 0-0 würde reichen, dann wären wir im Viertelfinale. Aber wie gesagt, auf 0-0 zu spielen wäre natürlich ein bisschen... Wäre sehr riskant, sagen wir es mal so. Weil da muss so ein blödes Ding mal durchrutschen. Aber vielleicht schaffen wir es ja mit dem Sieg. So, ich habe ja ein bisschen was angekündigt. Ich würde ja gerne mal ein bisschen auf die Position verändern. Ich muss ja Gambula, würde ich heute einfach mal gerne von Anfang an sehen. Und Erik Tommy, der vorne in der, auf der, der Position spielt. Ich wechsle jetzt mal auf drei Positionen, um halt vielleicht ein bisschen mehr Stabilität reinzukriegen. So, deswegen hat, wie gesagt, der Dreifachwechsel. So, und dann schauen wir mal, ob es hinkriegen. Weil Tommy ist auch so einer, der kann auch auf jeden Fall ein bisschen auf Geschwindigkeit gehen, der kann ein bisschen aufs Körperliche gehen. Und ich denke, das brauchen wir jetzt auch. Und das brauchen wir heute definitiv. So, kurz warten, bis der hier alles durch hat. Und jetzt geht's rein. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. So, Gambula vor Terodde vorne drin. Ja, Terodde hat im Rennspiel nicht so wirklich viele Akzente gehabt. Und deswegen hat der logische, für mich logische Wechsel auf meinen Top-Torjäger, um das ein bisschen anders zu machen. Optimal sind. Willkommen zu diesem Spiel. Wolfuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Achtelfinalspiel in der UEFA Europa League. Für beide steht also viel auf dem Spiel. Schalke 04 gegen Tottenham Hotspur. Was geht noch für die Spurs? Das wird nicht leicht. Aber so knapp wie die Hinspielniederlage war, müssen wir schon festhalten, verloren ist die Sache hier noch nicht. Also, ich weiß nicht, was er gesehen hat, aber es war keine Hinspielniederlage, es war nämlich ein Unentschieden. Es ging nämlich 1-1 aus. Diesmal konnte man nicht die Aufgabe, diesmal konnte man nicht den Grundstein in ein Auswärtsspiel legen wie in Braga. Da haben wir ja 6-1 gewonnen, aber klar, Tottenham kannst du nicht mit Braga vergleichen. Tottenham ist nochmal eine andere Hausnummer. Und deswegen ist mein Ziel heute, diesen Dreier mit nach Hause zu nehmen. Deswegen auf drei Änderungen der Wechsel nehmen, wie gesagt. Tommy spielt für Kobylanski. Gambula für Terodde und Ludovic auf der 6 für Bouchelab. Um einfach noch ein bisschen mehr körperlich und ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinzukriegen. Das, was im Hinspiel geklappt hat, heute auch nochmal ein bisschen was anders umzusetzen. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Genau so ist es. Dil Rosen soll es ein bisschen mit Geschwindigkeit richten, Tommy soll es mit Geschwindigkeit richten, Gambula soll es mit körperlichen Verhalten richten. Und auch mit ein bisschen Power. Also, das ist es halt. Es geht halt viel über das Körperliche, über die Geschwindigkeit, dieses Überlaufen. Und das muss heute möglich sein. Und dann einfach ein bisschen die Konzentration vom Hinspiel umhalten, wie gesagt, aber auf die eine Situation mit dem Gegentor. Das war einfach blöd gelaufen. So, die Frage ist, wie spielt Tottenham? Okay, sie spielen tatsächlich doch. Loris tatsächlich doch. Die haben auf jeden Fall auch nicht rotiert dort. Die haben definitiv auch nicht rotiert. Da haben sie im linken mit, da haben sie 4-5 Positionen, glaube ich, um jetzt das Spiel geändert. Na gut, egal, wir müssen gucken, wie es läuft. Damit war ich jetzt also ein bisschen vorbereitet, aber so ist es halt, ne? Marco Richter. Ja, das könnte. Vor zum Vorteil, wollte ich gerade sagen. Richter. Richter! Nicht. Das ist nicht wahr! Das sehe ich hier nicht rein! Das wäre schon so früh die Führung gewesen. Also diese beiden, die stehen wirklich für tollen Fußball. Alles ist, das ist nicht wahr! Da geht der nicht rein.
Nein! Och Mann! Ey, du hast noch 7 Minuten 200%ige, die du einfach, wo du mindestens eine von nutzen kannst. Um einfach schon mal Ruhe in dieses Spiel reinzukriegen. Ah, ja, 0-0 würde auch reichen, aber da kannst du nicht drauf spekulieren. Regulion, ehemaliger Madrid-Spieler. Eubier. Am Ball der Herrlich. Gut gemacht. Ah, scheiße. Jawohl, Del Rosun. Ach, Mann. Das ist es halt, ne? Konzentrationssache ist das halt alles. Steven Bergwijn. Bergwijn. Ja, so viel Kraft hat. So viel gespielt, so viel Dings hat. So viel Platz hat. So, zwei, drei Situationen und jetzt hat Röne unter Kontrolle. Also, das geht schon wieder gut los hier. Ja, das darf da war aber keiner jetzt ja, so in Heuberg. Einer unserer ehemaligen. Misslungene Ballannahme hier im Bedrängnis. Bergwijn holt sich den Ballannahme gegen Amatei. Das ist so ein. Ecke. Aktuell sind sie nach Auswärtstoren hinten, also wäre es wichtig, auf dieser Ecke was zu machen. Da riskiert der Kopf und Kragen mit dieser Grätsche, aber es ist ja gut gegangen. Da nimmt er ihm den Ball ab. Ach Mann, spiel doch mal einen vernünftigen Pass über 5 Meter. Silver Gambula. Gambula und Richter. Der jetzt ein bisschen Platz hat gegen Regen, no? Er sucht die entscheidende Lücke. Was macht er drauf? Ball angenommen und Tor! Und das ist wichtig, denn nun sind sie in der Addition beider Spiele in Führung. Aber wenn sie sich jetzt einen Gegentreffer einfangen, dann ist eben doch wieder Erik Tommy! Sehr gut, ey. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Das war dann am Ende kein Problem mehr. Den macht er sicher. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, setzt sich gegen Piquedo und dann rein ins Glück damit. Auf jeden Fall 1-0 die Führung durch Erik Tommy. Wie geht der für Hummels? Der Spielstand ist 2-1. Weiter geht's. Ja, deswegen habe ich ihn noch reingebracht heute, weil er einfach mehr Power, mehr Schwung reinbekommt in diese Situation. Jetzt vielleicht Gambula! Den muss er alleine machen! So, Flanke kommt. Ah, der ist schon wieder drin im Tor. Und wirft die Ecke von Gambula an der Seite. Zweikampf war gut, es wird hier mit Ecke weitergehen. Ecke kommt in die Mitte. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Ja, der muss ja auf die Vorwärtsbewegung jetzt. Da ist die Flanke. Parade von Lloris, weiter geht's. Ballverlust. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. So, 39. 5 Minuten bis zur Pause. Jetzt dürfen wir mit diesem 1-0 in die Pause ja, retten. Bergwijn. Gegen Ludewig, der kommt überhaupt nicht in den Zweikampf. Weiter gefährlich. Tommy. Ah, der hat schlecht gespielt, der Ball. Viel Auge holen sich da den Ball. Klasse. Das sind noch viele unserer Fehler. Aber du hast halt, wie gesagt, schon noch 7 Minuten zwei riesen 100% da gehabt, wo du zumindest eine davon nutzen musst. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Jetzt wird's gefährlich. Ah! Musa Sissoko fängt diesen Ball ab. Und dann ist es Pause. Also man führt 1-0. So ganz unverdient ist es nicht. Alle Möglichkeiten offen lässt. Wir halten fest, zur Pause sind sie raus. Da muss jetzt was kommen. Ja, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und werden garantiert nochmal alles mobilisieren. Da bin ich mir sicher. So.
Halbzeit 2 läuft gleich an. So, und jetzt geht's weiter. Damit wissen wir nämlich auch, wer dann am Ende sich zu verabschiedet hier. 45 Minuten haben wir noch. Und bislang ist das hier das erhofft interessante Spiel im Achtelfinale der UEFA Europa League. Harry Kane. Klar, wie gesagt, wenn du weiterkommen willst, musst du hier das ist Minimum so noch ein Tor nachlegen. Kane. Ball jetzt bei Dele Alli. Alli und dann. Das war doch gar nichts, das war doch normal überhaupt. Das war doch normal, nur Ball abgelaufen. Das war man immer nur gar nichts. Freistoß aus gefährlicher Position, das könnte durchaus was werden. Das war eine scheiß Fehlentscheidung, das war nämlich gar nichts, das war nämlich nur Ball gespielt. Und dann macht's Heuberg. Ausgleich. Die beiden nehmen sich nicht wirklich viel. Es ist eng, es ist spannend. Technisch anspruchsvoll. Sehen wir hier in der Wiederholung. Das war für mich kein Freistoß, das war doch mal nur der Ball abgelaufen und dann pfeift er da das Freistoß. Das ist angeblich das Foul von Ludewig und dann muss ich. Naja, ist halt jetzt so. Könnte jetzt was werden. Ach Mann, ist doch keiner in der Mitte, ne? Ist ja keiner in der Mitte, ne? Lloris hat das Ding. Und damit steht auch wieder alles auf Unentschieden. Also jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass es Verlängerungen gibt. Geben kann. So rum ist es richtig. Sissoko. Ball jetzt bei Dele Alli. Harry Kane. Ey komm, was pfeifst du dir denn ab zurecht? Holt sich den Ball im eigenen 16er. Das Problem ist, wenn jetzt nämlich das, und ich das unentschieden ist, nämlich jetzt das Problem, wenn nämlich Tottenham jetzt trifft, dann brauchen wir zwei Tore. Ansonsten ist das Ding hier gegessen. Jetzt Eckball. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja, 30 Minuten. Wir brauchen das zweite Tor. Und selbst dann ist es noch nicht mal sicher. Weil sich da überhaupt nichts ändert für Tottenham, weil die brauchen nämlich das zweite Tor. Richter. Pass auf außen. Jetzt kann die Reingabe kommen. Ah, den läuft er mir ab. Beziehungsweise nicht, den läuft er mir ab, den konzentriert. Den haut er sich da. Jung Minzer. Klasse Aktion. Gut gemacht. Silvia Gondola. Tommy! Tommy! Ja. Da kommt die Ecke. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Ludewig. Angeblich hat er ja das Foul gemacht. Ach Mann, es kommt nichts durch. 20 Minuten. Piquet. Aurier. Piquet ist das. Kane. Gut gesehen, Vorteil hier. Das war gar nichts. Ja, das war genau richtig. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Die Gelegenheit. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vorbei. Ja, wie gesagt, wenn Tottenham natürlich jetzt das 2-1 macht, dann sieht das wieder alles ein bisschen anders aus. Dann müssen wir nämlich noch zwei Tore schießen und dann ist es raus, sind wir nämlich raus. Also, Fakt ist, dass wir auf jeden Fall noch. Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Jungensson. Harry Kane. Er passt gut auf und hat Kane. Latza. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Der Rosun. Tja. Gavula. 82. Ja. Jetzt ändert sich nicht 0. Ist ja das nicht 0,0, weil Tottenham braucht ein Tor. Und endlich kriege ich diese Geschwindigkeit mal auf die Seite. Das war auch knapp, weil der Ball hätte auch anders reingehen können. Ja! Was will der da machen? Keine Chance. Ja, jetzt gibt es keine Verlängerung, das ist klar. Es ist in 8 Minuten Feierabend. Die Frage ist für wen? Tor Nummer 13 für ihn. So, Tottenham wechselt natürlich jetzt nochmal. Ja, Fakt ist, dass sich jetzt, wie gesagt, 0,0 ändert. Das wird heißt, entweder jetzt
Funktioniert's oder funktioniert's nicht? Deswegen wechsle ich jetzt eben den dritten, die drei Wechsel. Ah, ich muss jetzt. Entweder klappt es jetzt, oder klappt es nicht. Deswegen bringe ich jetzt nochmal frische Offensive. So, jetzt komm. 8 Minuten zu spielen. Die Nummer 19. Und da ist der Ball wieder weg. Das könnte die Chance werden. Ah, da ist kein ADA. Den fängt Piqué ab. Die Nummer 20. Sani Lazza. Lazza. Beziehungsweise nicht die Lazza, sondern. Das war's. Simon de Ronne macht den Sack zu. Zumindest stand jetzt. Der Vorsprung in der Addition beider Partien, das ist deutlich. Und das ist der Doppelschlag. Sie treffen schon wieder. Das haben sie eiskalt gemacht und die Gegenspieler waren sicher auch noch nicht wieder voll da. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutsche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Für ihn das Tor Nummer 6. Ja, aus taktischen Gründen habe ich nichts rausgenommen. Das ist es halt, ne? Und habe ihn jetzt gebracht, aus der Zeit, um die Zeit von Uwe zu nehmen. Und er trifft dann mit 3. Also, die Spurs brauchen jetzt Minimum 2 Tore. Es ist Nachspielzeit. Es läuft gleich in die Nachspielzeit. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Ball abgelaufen. Fakt ist, dass jetzt Feierabend gleich ist. Das wäre es durch gewesen, aber jetzt ist Feierabend. 3-1, der Weit, das Weiterkommen, die Schalke steht im Viertelfinale. Also was da ist, ganz ehrlich, nicht in dieser Konstellation, nicht gegen diesen Gegner, aber wir sehen wieder mal, so kann es laufen. Der eine hat einen Lauf, der andere kann nicht an die gewohnten Leistungen anknüpfen. Glückwunsch zu dieser fabelhaften Leistung. Zwei späte Tore machen den Sack zu. Das hat zweimal funktioniert. Berosen aber die Außen durchschicken und dann passt zwei Tore. Zweimal ist er durchgekommen, da Außen. Und damit sind wir in der nächsten Runde. Naja, eigentlich war sogar dreimal, wenn ich mir die Chance ansehe. Also wie gesagt, 2-3 Chancen hat sie gehabt. Aber es ist letztendlich ist es scheißegal. Hauptsache wir haben es geschafft, wir sind durch. Und wenn ich mir das Rückspiel die Statistiken angucke, ist es immer nicht mehr ganz so verliebt. Ja, damit ist Juve auch durch, damit ist Leverkusen sogar durch, glaube ich. OM weiß ich gerade nicht, wie das Hinspiel ausgefallen ist. Die Frage ist, wer wird der nächste Gegner werden? So, gucken wir mal gerade kurz auf die Ergebnisse, ja. OM gegen Lazio 0-1, Addition 0-3. Leverkusen jetzt gegen Gladbach durch mit 3-2. Juve Sevilla 5-2, damit die Addition. Wir sind mit 4-2 gegen Tottenham in der nächsten Runde. Genk unterliegt Atletico 4-5, Rom gegen Sociedad 1-3. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass die Roma rausfliegt. Hertha setzt sich in Lille durch mit 4-3 oder gegen Lille. Und Valencia unterliegt klar United mit 1-5. Jo, das ist das Ende. In der Europa League. Zumindest im Achtelfinale. Im Achtelfinale. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. So. Ja, das Weiterkommen ist klar. Freue ich mich definitiv drüber. Aber das nächste Spiel heißt Paderborn. Ja, es waren zwei späte Tore, die wir nochmal gemacht haben. Ich glaube, das Hinspiel war das einzige Spiel, was wir, glaube ich, nicht gewonnen haben bisher in der Europa League. Wir haben jetzt 7 von 8 Spielen gewonnen. So, leicht war es nicht. Heuberg mit seinem schönen Freistoß-Tor. Meiner Meinung nach war es kein Freistoß. Danke für diese kurzen Aussagen. Da ist einfach nur wirklich der Ball, gefühlt nur der Ball abgelaufen war.
von Ludewig. Aber gut, am Ende ist es egal, am Ende zählt es. Wir haben es auch, wir sind in der nächsten Runde. Ich gucke trotzdem noch schnell auf die. Auf die nächste Runde, gegen wen es jetzt geht. Und dann sind wir nämlich fertig für heute. So, wir spielen in Atletico, bei Atletico. Zuerst auswärts, dann schon wieder ein deutsches Duell, Hertha gegen Leverkusen. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass schon mal ein deutsches Team im Halbfinale stehen wird. Ob es hoffentlich zwei werden, weiß ich noch nicht. Dann nochmal Lazio gegen Real Sociedad. Da hatte ich auch nicht gedacht, dass Sociedad da so weiterkommt gegen die Roma. Und Juve gegen United. Auch das wird ein Hammer-Duell werden, definitiv. Ich habe schon gegen Tottenham gesagt, Atletico wird nochmal eine Nummer härter werden. Definitiv ist klar, das sind jetzt Bombengegner und dann kannst du vielleicht sogar schon im Halbfinale entweder Juve oder United geben. Also sicher ist, dass wir das Ding hier nicht. Sicher ist dieser Sieg nicht, aber das ist mein großes Ziel, weil wir, wie gesagt, nächste Saison gerne international spielen würden und auch was das Finanzielle betrifft. 1,1 Millionen haben wir jetzt dafür bekommen. So, wir haben das Spiel gegen Hannover auf 2 Tage nach hinten verlegt. Naja, wie dem auch sei. Wir sind durch für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem Duell mit dem SC Paderborn in der Liga. Spieltag Nummer 27 steht da dann an. Bis dahin. Tschüss.